Gegenstandsnummer SCP-1933. Objektklasse sicher. Spezieller Rettungsprozess. SCP-1933 muss in einer gewöhnlichen Niedrigsicherheitszelle gehalten werden, welche mit grundlegender Einrichtung ausgestattet ist. Es muss täglich mit 2 Litern irischem Whisky, 500 Millilitern Schlagsahne, nicht weniger als 48% Fettanteil, 25 Gramm Puderzucker und 20 Millilitern raffinierten Pflanzenöl versorgt werden. Da sich SCP-1933 grundlegender Hygiene verweigert, muss es monatlich gewaltsam von Personal der Stufe 3 entkleidet und geduscht, sowie sein Bart rasiert und seine Nägel geschnitten werden. Seine schmutzige Kleidung muss als leicht entzündlich betrachtet und als Brandrisiko eingeäschert werden. Beschreibung: SCP-1933 ist ein fettleibiger kaukasischer Mann mittleren Alters, welcher sich in einem ständigen Zustand mäßiger bis schwerer Trunkenheit befindet. SCP-1933s Körperflüssigkeiten, sowohl intrazelluläre als auch extrazelluläre Flüssigkeiten, bestehen gänzlich aus einer Substanz, die in ihrer Zusammensetzung zum alkoholischen Getränk, welches als Irish Cream bekannt ist, identisch ist. Diese Substanz erfüllt ausreichend alle Funktionen der Körperflüssigkeiten, die es in SCP-1933s Gewebe ersetzt, trotz der Tatsache, dass es normale biochemische Prozesse, welche zum Leben notwendig sind, unmöglich macht. Wissenschaftler der Foundation gelang es nicht festzustellen, wie es dies bewerkstelligt. SCP-1933s Ernährung basiert auf Sahne, irischem Whisky, Zucker und raffiniertem Pflanzenöl, den grundlegenden Zutaten der meisten kommerziell produzierten Arten von Irish Cream. Es bevorzugt seine Ernährung mit kleinen Mengen verschiedener Kräuter und Aromen, für gewöhnlich Kaffee, zu ergänzen. Diese sind jedoch nicht wesentlich für sein Überleben. Es ist nicht in der Lage, etwas zu verdauen, das keine übliche Zutat von Irish Cream ist, einschließlich fertiger Irish Cream, die vorab zubereitet wurde. SCP-1933 zeigt Anzeichen, die akuter Mangelernährung gleichen, wenn sein Blutalkoholspiegel signifikant unter dem Bereich von 15-20%, dem typischen Alkoholgehalt von Irish Cream, fällt. Der Verzehr von SCP-1933s Körperflüssigkeiten sind für den Menschen ungefährlich, sofern die Aufnahme sich auf 25 Milliliter oder weniger über einen Zeitraum von 24 Stunden beschränkt. Wenn ein Subjekt diese Grenze überschreitet, besteht ein signifikantes Risiko, dass all dessen Körperflüssigkeiten in Irish Cream verwandelt werden. Diese Substanz erfüllt nicht die Funktion der Körperflüssigkeiten, die sie ersetzt, wie sie es in SCP-1933 tut. Daher ist es augenblicklich tödlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Körperflüssigkeiten eines Subjekts in Irish Cream verwandelt werden, steigt um ungefähr 5% für jeden zusätzlichen Milliliter von SCP-1933s Körperflüssigkeiten, der konsumiert wird. Es ist nicht bekannt, ob die Körperflüssigkeiten von SCP-1933s Opfern dieselben anormalen Effekte aufweisen würden wie SCP-1933s Körperflüssigkeiten, wenn sie konsumiert werden. Vor seiner Eindämmung war SCP-1933 langzeitobdachlos und schlief entweder auf der Straße oder in leerstehenden Gebäuden. Es trug zu jeder Zeit einen Santa-Claus-Anzug und stahl Geld, um mit diesem die spezifischen Dinge zum Essen und Trinken zu kaufen, welche für sein Überleben notwendig sind. Seine Körperflüssigkeiten sammelte es in Flaschen. Zwischen dem 24. Dezember, Heiligabend um 23 Uhr und dem 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag um 5 Uhr, versuchte stets in die Häuser von Menschen einzubrechen und schlicht verpackte Flaschen mit seinen Körperflüssigkeiten inmitten anderer verpackter Präsente zu platzieren, mit der Absicht, dass sie später ausgepackt werden und deren Inhalt anschließend konsumiert wird. SCP-1933 behauptet, dass diese Tätigkeit von einem durch Wohltätigkeit motiviertem Verlangen, den Menschen Geschenke zu machen, herrührt. Es weigert sich einzugestehen, dass seine Körperflüssigkeiten tödlich sind, wenn sie in großen Mengen konsumiert werden. Es wurde nicht festgestellt, ob es sich dieser Tatsache wirklich bewusst ist und nicht willens ist, dies zu akzeptieren, oder ob es niederträchtige Absichten zu verbergen versucht. Jedoch ist die allgemeine Übereinstimmung in der Belegschaft der Foundation, welche SCP-1933 studiert hat, dass Ersteres wahrscheinlicher ist.
Persönliche Auswertung. Hallo, ihr Verrückten, und herzlich willkommen zur Auswertung von SCP-1933. Bailey Santa, eine ganz beliebte SCP-Akte, die ich mal mit Archie auch in einem Livestream vorgestellt habe, in einem Weihnachts-Livestream vor gefühlt 100 Jahren, aber ich glaube, es war so vor 5 oder so. Also dachte ich mir, die Zeit ist genug verstrichen, dass ich sie jetzt nochmal als Akte machen kann. Ja, es handelt sich hierbei um den Weihnachtsmann, der als Obdachloser irgendwann mal von der Straße aufgegabelt wurde und man hat festgestellt, dass alle Körperflüssigkeiten in ihm Baileys sind. Also Irish Cream, aber heißt der Bailey Santa, also können wir die Dinge beim Namen nennen. Und er braucht wirklich eine gewisse Menge an Baileys, um nicht zu sterben. Alles andere kann er nicht verdauen. Alles, was nicht auch in Baileys drin ist, kann er nicht verdauen. Ja, und diesen immer betrunkenen Weihnachtsmann, das ist ja auch so ein ganz modernes Klischee und darüber wird sich ja gern amüsiert. Allerdings hat diese Akte hier diesen Horrorfaktor dann zum Schluss doch noch eingebaut. Es geht nämlich darum, dass er die Körperflüssigkeiten in Flaschen abfüllt und nachts an Weihnachten in die Häuser der Menschen einsteigt und die dann unter den Weihnachtsbaum legt. Er will es nicht wahrhaben, dass es tödlich für Menschen ist. Er möchte gerne Menschen etwas Gutes tun. Ja, vielleicht denkt ihr an diese SCP-Akte das nächste Mal, wenn ihr jemanden eine Flasche Bailey schenkt oder selbst eine bekommt und nicht wisst von wem. Vielleicht war der Bailey Santa dann auch bei euch. Change.